Cyberport präsentiert das Lenovo ThinkPad L13 der zweiten Generation. Im heutigen Testbericht nehmen wir ein Lenovo Notebook der erfolgreichen ThinkPad-Reihe unter die Lupe. Das ThinkPad L13 der zweiten Generation reiht sich in der oberen Business-Einsteigerklasse ein. Was unser Testmodell kann, erfahrt ihr jetzt. Die technischen Daten. Das Notebook misst im geschlossenen Zustand 31,1 cm in der Breite, 21,8 cm in der Tiefe und 1,8 cm in der Höhe. Das Gewicht beträgt 1,4 kg. Der Bildschirm ist 13,3 Zoll groß und löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf. Unter dem Gehäuse arbeitet ein Intel Core i7-1165G7 Quad-Core-Prozessor mit einem Grundtakt von 2,8 GHz und einem Turbo-Boost von maximal 4,7 GHz. Unterstützt wird die CPU von 16 GB Arbeitsspeicher, der nicht erweitert werden kann. Für Daten und Anwendungen steht eine 1 TB große NVMe SSD zur Verfügung. Starten wir mit dem Design. Geboten wird uns hier der typische ThinkPad-Look. Mit dem ThinkPad-Logo in der Ecke des Displaydeckels, dem schwarzen Gehäuse, den roten Akzenten sowie einem Trackpoint inklusive Schultertasten ähnelt das ThinkPad L13 der zweiten Generation anderen Notebooks der Reihe. Die zwei Scharniere halten das Display stabil und sicher in jedem Winkel. Ein einhändiges Öffnen ist aufgrund des geringen Gewichts allerdings nicht möglich. Das Kunststoffgehäuse wirkt gut verarbeitet und sorgt für die nötige Stabilität. Selbst unter Kraftaufwand lässt sich unser Testmodell kaum verwinden. Durch das Gewicht von 1,4 kg und einer Höhe von 1,8 cm bleibt das Notebook kompakt und eignet sich somit gut für Reisen oder mobiles Arbeiten. Gut gemacht! Der Bildschirm ist 13,3 Zoll groß und löst mit 1920x1080 Pixeln in Full HD auf. Die daraus resultierende Bildpunktdichte beträgt rund 165 ppi, womit das Display im Standardbereich liegt. Bildschirminhalte werden somit ausreichend scharf dargestellt. Die Farb- und Kontrastwerte lassen mit einer etwa 63%igen sRGB-Abdeckung allerdings etwas zu wünschen übrig. Somit sind Bildbearbeitungen höchstens auf Hobby-Niveau möglich. Die maximale Helligkeit entspricht mit ungefähr 250 Candela pro Quadratmeter dem Notebook-Standard, wodurch unser Testgerät draußen hauptsächlich im Schatten verwendet werden sollte. Ein befriedigendes Ergebnis. Kommen wir zur Performance. In unserem Testgerät wurde der 4-Kerner Intel Core i7-1165G7 Prozessor verbaut, der von 16 GB fest verlötetem Arbeitsspeicher begleitet wird. Damit liefert unser Testmodell, besonders für den Businessbetrieb, eine gute Leistung ab. Alltägliche Aufgaben und auch Multitasking sind kein Problem für das System. Auf stark anfordernde grafische Anwendungen sollte allerdings verzichtet werden, was im Office-Betrieb sowieso meist der Fall ist. Kleinere Spiele sind mit der Intel Iris Xe-Grafik aber möglich. Dank der verbauten 1 TB großen NVMe SSD ist für genügend schnellen Speicher gesorgt. Zusätzlich kommt das Notebook in der Windows 10 Pro-Variante daher, wodurch Features wie der Microsoft BitLocker für mehr Sicherheit genutzt werden können. Ein kostenloses Upgrade auf Windows 11 ist ebenfalls inbegriffen. Insgesamt ein sehr gutes Ergebnis. Bei den Anschlüssen sind wir sehr zufrieden. Mit einem Thunderbolt 4 Port, einem USB-C 3.2 sowie zwei USB-A 3.2 Anschlüssen, einem HDMI 2.0 Port, einem MicroSD-Kartenleser, einem Smart Card Reader sowie einer Audiobuchse wird uns eine große Auswahl geboten. Für digitale Verbindungen stehen Bluetooth 5.1 und Wi-Fi 6 zur Verfügung. Klasse gemacht! Nun zu den Emissionen. Im Idle bleibt der Lüfter weitgehend leise, wodurch ihr das Notebook auch ohne Probleme in der Bibliothek oder in Vorlesungen nutzen könnt. Unter Volllast ist es zwar hörbar, erreicht er allerdings nie die 40 Dezibel-Marke. Die Temperaturen klettern auf der Unterseite unter Volllast ein gutes Stück über die 50-Grad-Marke, warum ihr das Notebook bei anspruchsvollen Aufgaben definitiv auf einer festen Unterfläche nutzen solltet. Insgesamt gerade noch gut gemacht. Kommen wir zur Peripherie. Die verbaute Tastatur, die über eine integrierte Hintergrundbeleuchtung verfügt, ist wie von der ThinkPad-Reihe gewohnt hochwertig verarbeitet und sorgt für ein sehr angenehmes Tippgefühl.
Das Touchpad reagiert schnell und erkennt alle Eingaben präzise, ist allerdings durch die kompakte Größe des Notebooks recht klein geraten. Der Fingerabdruckscanner entsperrt das Notebook schnell. Alternativ kann auch die Webcam zur Entsperrung via Windows Hello genutzt werden. Dank des typischen Think-Shutters, der Schiebeabdeckung, lässt sie sich zudem bei Bedarf abdecken. Die Lautsprecher sind auf der Unterseite rechts und links verbaut und entsprechen dem Notebook-Standard. Für Videokonferenzen reichen sie vollkommen aus, für den Musik- oder generellen Audiogenuss empfehlen wir aber weiterhin externe Lautsprecher oder Kopfhörer. Insgesamt jedoch ein sehr gutes Ergebnis. Der verbaute 46 Wattstunden Akku hält das Notebook bei einem Mix aus Surfen und Videostreaming mit reduzierter Helligkeit etwa 7,5 Stunden am Leben. Somit kommt ihr nicht ganz über einen ganzen Arbeitstag. Aufgeladen ist es dank Schnellladenetzteil in etwa 1,5 Stunden. Gut gemacht! Unser Fazit: Das Lenovo ThinkPad L13 der zweiten Generation überzeugt mit einem mobilen Gehäuse, starker Performance, vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und angenehmer Peripherie. Dafür lassen sowohl Farbraumabdeckung als auch Akkulaufzeit etwas zu wünschen übrig. Insgesamt bietet das ThinkPad L13 der zweiten Generation für derzeit rund 1.300 Euro aber einen gelungenen Einstieg in die ThinkPad-Reihe für alle, die Mobilität und Leistung im Arbeitsleben vereinen möchten. Deswegen gibt es von uns 4 von 5 Cyberstars.